wieder mal herzlich willkommen zum Perry Roden Spoiler Alarm. Heute sehen wir uns zum ersten Mal einen größeren Handlungsabschnitt an, nämlich die Bände 58 bis 99. Wir erfahren mehr über Atlan und reisen mit den Terranern in ein fremdes Universum. Im September 2040 verbreitet sich eine Nachricht durch die bekannte Galaxis. Perry Roden lebt. Für den Robotregenten kommt die Rückkehr seines ehemaligen Handlangers zum rechten Zeitpunkt. So erfährt Roden von einem mysteriösen Gegner, der ganze Planeten entvölkert. Kurze Zeit später werden die Terraner auf dem Planeten Mirsal II selbst Zeuge eines solchen Angriffs. Sie finden heraus, dass die Unbekannten aus einem anderen Raum-Zeit-Kontinuum stammen. Im roten Universum, wie die Terraner es bald nennen, läuft die Zeit 72.000 Mal langsamer ab als im heimatlichen Einstein-Kontinuum. Bei Expeditionen begegnen die Terraner später den Drahtziehern, die den Namen Druf erhalten. Die Entführungen dienen dazu, die unterschiedlichen Zeitabläufe beider Universen einander anzugleichen. Die Ereignisse auf Mirsal II lösen eine Reihe von Erinnerungsschüben bei Atlan aus. Endlich berichtet der Arkonide von seiner Ankunft auf der Erde vor 10.000 Jahren. Um 8.000 vor Christus beordert der arkonidische Imperator Gonozal der Siebte seinen Thronfolger auf die Stützpunktwelt Larsaf III. Dort entsteht auf einer Insel eine arkonidische Kolonie, die nach ihrem neuen Kommandanten Atlantis genannt wird. Du hast es vielleicht schon erraten, Larsaf III ist der arkonidische Name für Terra und der Thronfolger ist niemand Geringeres als Atlan. Die arkonidische Venus-Positronik, die Roden in Band 8 in die Hände fiel, ist ein Überbleibsel dieser Besiedlung. Atlans Arbeit wird überschattet vom massenhaften Verschwinden hunderttausender Kolonisten, ähnlich wie 10.000 Jahre später auf Mirsal II. Die Krise endet, als die Erde durch eine sogenannte Überlappungsfront zwischen beiden Universen verwüstet wird und Atlantis im Meer versinkt. So beginnt Atlans Exil unter den Ureinwohnern von Larsaf III. Überstanden hat er die Jahrtausende mit Hilfe eines eiförmigen Gerätes, das ein Unbekannter ihm kurz zuvor verliehen hat. Dieser Zellaktivator erfüllt die gleiche Aufgabe wie Perry Rodens Zelldusche, indem er seinen Träger relativ unsterblich macht. Nach Atlans Bericht stellt Perry Roden fest, dass dieser Unbekannte eigentlich nur das Geisteswesen S gewesen sein kann. Und damit wäre auch die Frage beantwortet, was es mit der vertanen Chance auf sich hatte, wegen der S, Thora und Crest in Band 19 die Unsterblichkeit verweigert hat. Die Unsterblichkeit ist auch Rodens nächstes dringliches Problem. Die 62 Jahre für ihn und Bully sind vorbei. Ein neuer Besuch auf Wanderer steht an. Doch die Scheibenwelt ist verschwunden. Durch eine Überlappungsfront hat es sie ins rote Universum der Druf verschlagen. Es gelingt den Terranern, dorthin vorzudringen und Wanderer zu retten. Roden und Bully bekommen ihre zweite Zelldusche und damit 62 weitere Jahre. Auf dem Höhepunkt der Druf-Krise nimmt ein unbekannter Verbündeter aus dem roten Universum Kontakt mit Roden auf, nämlich der verschollene Mutant Ernst Ellert, dessen körperloses Bewusstsein den Leib eines Druf als Wirtskörper benutzt. Ellert spielt den Terranern wertvolle Unterlagen zu, unter anderem die Pläne für ein neues Überlichttriebwerk. Außerdem erhalten die Terraner Unterstützung durch das Kugelwesen aus Band 37, das sich zu Ehren seines Entdeckers fortan Harno nennt. Die Zeit arbeitet für die Terraner und Arkoniden, denn bei den Überlappungsfronten handelt es sich um ein natürliches Phänomen, das etwa alle 10.000 Jahre einmal auftritt. In 12 Monaten wird es abgeklungen sein. Durchhalten! Während der letzten Gefechte gegen die Druf kocht der Konflikt mit dem Robotregenten hoch, der natürlich die ganze Zeit über doppeltes Spiel spielt. Mit aller Macht versucht er, die galaktische Position Terras herauszufinden. Schließlich kommt es zum offenen Schlagabtausch, in dessen Verlauf das terranische Superschlachtschiff Kublai Khan vernichtet wird. Roden hat die Schnauze voll. Der Robotregent muss weg. Die Terraner gelangen bis nach Archon III, der Heimatwelt des Regenten. Doch die dort installierte Archon-Bombe wird entdeckt und entschärft. Der Trupp wird eingekreist. Einer nach dem anderen fällt den arkonidischen Schockwaffen zum Opfer. Im Augenblick der höchsten Verzweiflung gibt Atlan sich als der ehemalige Kristallprinz zu erkennen und fordert Unterwerfung von der Positronik. Zu seiner Verblüffung gehorcht sie. Atlan wird zu Imperator Gonozal der Achte.
Die Menschheit hat einen neuen, mächtigen Verbündeten auf dem Kristallthron. Schon im Band 67 kam es zum ersten Auftauchen von Rodens und Thoras Sohn Thomas Cardiff. Sagen wir einfach, der Junge hat kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Als Thora stirbt, vertieft sich das Verwürfnis zwischen Vater und Sohn. Cardiff versucht, seinen Vater zu stürzen. Zum Schutz vor Rodens Mutantenchor bedient er sich der Antimutanten vom Volk der Balols. Roden beendet die Krise, indem er die Erinnerung seines Sohnes an sein bisheriges Leben löschen lässt. Bei aller Liebe muss man zugeben, dass unser Held nicht die besten Parenting-Skills des Universums mit sich bringt. Das war eine sehr, sehr lange Spoiler-Alarm-Folge und viele Handlungsstränge sind trotzdem unter den Tisch gefallen. Zum Beispiel schickt S. Roden ein zweites Mal nach Bakon, wo diesmal ein Volk von Unsichtbaren sein Unwesen treibt. Was sich hier noch wie eine unbedeutende Randepisode liest, entpuppt sich später als der vorgezogene Auftakt zum kommenden Zyklus. Nebenbei wird Gukis Heimatplanet Tramp vernichtet. Außer Guki selbst überleben nur 28 junge Ilts und der Mausbiber gehört fortan zu einer aussterbenden Spezies. Auch Crest und Thora überleben diesen Zyklus nicht. Dafür lernen wir die gurkenähnlichen Swoons kennen, ein weiteres wichtiges Milchstraßenvolk. In den Silberbänden fehlen außerdem die weiteren Abenteuer der Kolonisten von Grey Beast, die gegen die fiesen Peepsies kämpfen. Danke wie immer fürs Zuschauen. Die nächste Folge vom Spoiler-Alarm wird etwas ungewöhnlich. Wir schauen uns die Archon-Trilogie aus der Feder von Rainer Castor an. Die ist nichts für Einsteiger, spielt aber in den Jahren 2044 bis 48. Wir erzählen die fiktive Geschichte der Menschheit also in der chronologisch richtigen Reihenfolge fort.